cut the legs off of our pants, threw our shoes into the ocean, sit back and wave through the daylight. Life lived much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting for the rain. And I had been resisting this decay. I thought you'd do the same. But this is all I ever was. All you came across those years ago. Now you've gone too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth. And now I'm losing you. Fragile sound. The world outside just watches as we crawl. Crawl towards a life of fragile lines. Tried so hard to give to you. What would you have me do? Komm, gib mir den Hilltipp. Ich bohre ein Loch drin. Montag bis Freitag, das macht mich fertig. Komm, gib mir den Hilltipp. Ich bohre ein Loch drin. Montag bis Freitag, das macht mich fertig. Komm, gib mir den Hilltipp. Ich bohre ein Loch drin. Montag bis Freitag, das macht mich fertig. Ich verliebe, ich verliebe, ich verliebe noch am Strand. Ich verliebe, ich verliebe noch am Strand. Aber ich bohr und bohr durch die Wand. Und ich bohr und bohr mit dem Hilt in der Hand. Und Zauber und die Nacht.
Knochen. Nein, nichts. Ein IBAN, Kalium. Was? I won't lose a tear when I run.
zwar sichtbaren Glanz, leicht ausbürstbar, Pflegesubstanzen und UV-Filter schützen das Haar vor Sonnenschäden, Austrocknung und Feuchtigkeit. Das ist gut. Der Tag beginnt im Spiegel. Müde Augen werden wach geschminkt. Die Lippen rot wie Ziegel. Und dann der Kaffee, den sie jeden Morgen trinkt. Und sie trägt blau und gelb. Sie sagt, sie wär so gern fest angestellt. Sie sagt, die Welt ist kleiner, wenn du jeden Tag fliegst. Jenny, Jenny, Wolkenreiter, lächelt einfach immer weiter, so wie alle Flugbegleiter. Jenny, Wolkenreiter, Jenny, Jenny, Wolkenreiter, lächelt einfach immer weiter, so wie alle Flugbegleiter. Jenny, Jenny, Wolkenreiter. Und nach jeder Landung ist sie das Lächeln in der Brandung. Zwischen tausend Passagieren, die nicht warten wollen auf die Passkontrollen und den Zoll. Und dann 3 Stunden Aufenthalt. Und Jenny trinkt den Kaffee kalt. Und sie googelt Panama. Vor 2 Jahren war sie mal 10 Minuten da. Oh Panama. Ja, Toni, gut. Okay, dann mach es. Löcher in einer Holzwand rühren, die unterschiedliche Punkte angezahlt gegeben hat. Ziel war es, möglichst viele Punkte zu holen. Und da ist Emmy gut die Idee gekommen. Wie wäre es denn, wenn sie so eine Wand auch vor der Waschküche anstellen? Und dann muss man jeden Abend, wenn man seine beiden Socken abzieht, die zwei Sockenknie zusammen machen und dann in ein Loch rühren. Was habt ihr denn jetzt gerade da? Science? Ja, Schokolade mit Schnitzel drin und Brownie.
Zeig mal genau. Ah, oh, fein. Ich komme lieber zu dir. Ein Würfelibli wie der Biss und ein paar zupfte Blättli machen alles anders. Und er gibt's drei Löffeli Kuss auf die Stirn. Direkt nach dem Essen, ich mache mir einen Aufguss aus deinem Gesichtsausdruck, wenn du summisch beim Abwäschen. Weil ich kenn die nicht eins, was ich ihm gebe. Wenn man ihn sagt, man weiss nicht, was ich habe. Ich komme lieber zu dir, ob es nur für einen Tee ist. Für ein Honig, Zitrone, für immer und ewig. Also, wie gefällt dich der Tag bis jetzt? Ist voll cool. Ja, mega cool. Voll kreative Ideen. Ja. Ja, also, ich dachte, es ist voll einfallsreichend. Mhm. Es ist mal etwas anderes. Ja? Also, eigentlich. Ja. Ja. Und was macht ihr jetzt gerade im Moment hier? Ja. Also, wir sind eigentlich einmal dran, so am... ein Heim für ein Einhorn bauen. Also, man macht einfach eine Stadt oder ein Haus für so ein Fabelwesen. Also, wir machen für ein Einhorn. Wir machen es für einen Froschkäfer. Also sind ihr schnell auf die Idee gekommen? Elefant-Einhorn. Ja, man kommt auch voll schnell auf die Idee, wenn man so Ideen hat, was bauen. Nachher kann man sich so anpassen. Ja. Okay, machen wir mal weiter. Ja. Ciao. Auf dem schönen Plätzchen hat es natürlich einen Wald. Weil das gehört sich einfach. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem, aber das wird also schon mega gut. Unser Gedicht ist also auch super. Wir haben eine coole Gruppe, gell? Ah, so ist das. Und darum werden wir irgendwie so ein Blumenfabelwesen machen.
bin ich ja gespannt. Jetzt tun wir zuerst hier unten auf dem Mikro. Und dann geht man schräg gegenüber. Oben dran ist man wieder gerade und dann geht man so runter. Ich sehe da schon so das Kreuz. Da, da, da bin ich gewahrt. Da, da, da bin ich gewahrt. Good to have you here. Head up. Seen in a song and a scene and a straight to the moon. What you didn't, I know, but you didn't, I'm so. And what you see that I didn't know is what I told you to. Watch out. My mind, I might find it right back when I'm out of Joburg. A GP for the energy slow in that time when they get them all up. Jack around the FM, built in the back when you got it all messing. In the same place when they got it, they're filling. Built to the tip of the top, you get on your knees and aim in the night. You don't stop and you roll. You go, but you take, and they blow. Then you go, but you're at, but you go, but you slow. You sit, you blow, you bomb, you slow. Then you go, but you die, but you wet. Hit him, James. Yes, everybody! Yeah! Get your muscles on the line! Say, you're my
mach mal ein bisschen Sport, haben sie gesagt. Chli Bewegung tät er gut, haben sie gemeint. Yoga haben sie sich dann überlegt. Wär so etwas für mich? Gang mal z'Abig wieder raus, haben sie gesagt. Tapetenwechsel tät er gut, haben sie gemeint. Irgendwie mal etwas anderes, weisch. Wär noch gut für dich? Aha, aha, so, so. Was war euer Highlight im Lager? Also irgendwie schon Geisternacht, weil dort hat es halt viele verklüpft und es war halt lustig, weil wir so früh mussten aufstehen und so. Aber kalt war es trotzdem noch. Bei mir war das Highlight die Überlebungsnacht, weil der Blaue Ring hat schon immer alle zusammen im Zelt übernachtet. Und jetzt haben eigentlich alle unter freiem Himmel so in Gruppen übernachtet. Ja, ja. Ich finde die Indianernacht sehr cool, weil man dort einfach rumsegeln und die Bändchen klauen. Ja, und man ist halt so frei ohne blaue Ringmädchen und man kann alle zu Boden putzen. Also mir hat die Gruppenwanderung eigentlich voll cool gefallen, weil man ist halt mit der Gruppe allein, man konnte halt mit der Gruppe so wandern und reden über Sachen machen. Ja, das war halt lustig. Und dann haben wir noch ein bisschen im Freien übernachtet, das war auch sehr cool. Ich finde das Highlight des Lagers ist Zelten, weil wir sonst immer in die Lager müssen. Und das Zelt ist etwas anderes, als wir in der Wildnis.
Ich finde das Wetter, weil es hätte auch voll gut können, dass es jetzt die ganzen zwei Wochen lang schifft. Aber wir haben jetzt jedes Mal echt schönes Wetter gehabt. Und ja. Also ich finde das Essen ist das Highlight, weil es halt mega fein kochen wird. Ich habe es schon am besten gefunden, weil ich habe so eine Haarstelle. Wo denn? An der Kirche. Also ich habe es am besten gefunden, Disco an, weil es sehr lustig war, wo man machen konnte, was man wollte. Und Geisternacht ist auch noch. Es war zwar richtig gruselig, aber nicht dazu. Ich habe das Essen mega fein gefunden, weil man muss sicher vor allem probieren, aber es hat auch genug für alle und es gibt mega die feine Sachen. Into the night. You drop the first thing you